Was wäre, wenn du dich in der Flüchtlingspolitik engagieren würdest? Ein Flüchtlingshaus zu organisieren, das wird, glaube ich, zu schwer. Aber zumindest irgendwas in die Richtung machen. Das ist kein Was wäre, wenn für mich, weil es ist tatsächlich so, dass ich das mache. Einmal von der Schule aus habe ich ein Seminar, in dem es um Flüchtlinge in Nürnberg geht. Dass auch wir so wirklich Kontakt haben können und reden können. Und zum anderen wohne ich in Zirndorf, was bedeutet, ich bin gleich am Asylbewerberheim dran. Und es ist dann so, dass ich dann dort zum Beispiel Kinderbetreuung mache. Ich habe das auch schon gemacht in einer Einrichtung, aber wenn jeder auch nur einen kleinen Teil beitragen würde, dann wäre schon so viel gewonnen und deswegen ist es eben schade, dass das eine Was-wäre-wenn-Frage ist. Was wäre, wenn du einen Werbeclip zu dem Slogan Just Do It produzieren würdest? Dann würde ich wahrscheinlich für Nike arbeiten. Wenn du eine Idee hast, dann musst du sie umsetzen. Just Do It. Mit dem Satz Just Do It würde ich eben zum Beispiel für ehrenamtliche Hilfe werben. Oder für ein Umdenken in gesellschaftspolitischen Fragen. So, wenn man sagt, ja, ich habe Bock Musik zu machen, aber ich mach's nicht, dass man das halt einfach tun soll. Ich würde zum Beispiel auch anbringen, fahrt einfach Fahrrad und damit wär's das. Was wäre, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest? Entweder so irgendwo hin beamen oder rein teleportieren oder so. Ja, interessante Frage. Ich würde mir die Superkraft aussuchen, alle Zusammenhänge, die es irgendwo gibt, verstehen zu können. Ist ein Wissenheit eine Superkraft? Wenn ja, dann wäre das meine Superkraft. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal Telekinese, weil das witzig ist. Da musst du nicht aufstehen, um die Fernbedienung zu holen, sondern jetzt kannst du einfach auf dem Sofa ausmachen. Ich glaube, ich würde fliegen. Einfach mal zu verschwinden und dann halt wieder aufzutauchen, wenn es wieder nötig ist. Beamen können.